This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Heute geht's um zwei ganz einfache Regeln, wie du glücklicher bist. Wenn du die anwendest, dann wird dein Leben jeden Tag glücklicher. Also, die erste Regel ist, keine Annahmen zu machen, keine Vermutungen zu machen. Und zwar steht die Regel zum Beispiel auch in dem Buch The Four Agreements von Don Miguel Rodriguez, glaube ich, oder so. Wenn ich das Buch finde, verlinke ich es mal. Genau. Und keine Annahmen zu machen. Also, was heißt es, keine Annahmen zu machen? Das hört sich jetzt mal so banal an. Aber man muss dazu schon sein Denken beobachten. Mit Achtsamkeit, das ist einfach die Grundvoraussetzung, um Dinge zu verändern. Achtsam zu sein, im Moment zu sein. Da kommt man eben auch, ja, einfach durch die Atmung hin, dadurch, dass man runterfährt und entspannt ist. Dann kann man seine Gedanken auch beobachten, ohne die zu verurteilen, einfach anzuschauen, sagen, hey, ist ja interessant, was ich da denke. Wir machen ganz unbewusst schon unglaublich viele Annahmen. Zum Beispiel jetzt mal eine ganz witzige Anschauung. Du siehst eine Wand und du gehst davon aus, sagst, das ist ein Haus. Keine Ahnung, ob das ein Haus ist. Vielleicht ist es einfach hinten dran nichts. Vielleicht sind da keine drei anderen Wände noch. Ja, wir machen viele Annahmen. Wir sagen, hey, da steht ein gelbes Haus. Vielleicht ist diese eine Wand ja nur gelb von dem Haus. Und genauso gehen wir irgendwo zum Beispiel an einem Gespräch vorbei. Und dann lachen die genau in dem Moment, wo wir vorbeigehen. Wir nehmen erstmal an, hey, die lachen über mich. Warum lachen die über mich? Und wenn man das merkt, dass man da gerade einfach nur eine Annahme macht, es kann auch sein, dass da gerade jemand einen Witz erzählt hat und der war verdammt gut und dann lachen die halt lauter, als wenn du vorbeiläufst. Ja, und wenn du diese Regel wirklich befolgst, dich achtsam beim Denken beobachtest, dann merkst du, wenn du vorbeiläufst, hey, du beobachtest dein Denken, merkst, ist gerade nur eine Annahme. Vielleicht lachen die nicht wegen mir. Und was ist dann die Lösung? Hör auf, drüber nachzudenken. Also, werd dir darüber klar, dass es eine Annahme ist. Das ist schon das, wenn dir das klar wird, dann, ja. Dann hast du es eigentlich schon raus. Dem muss es nur klar werden in dem Moment, dass es eine Annahme ist, dass die gerade über dich lachen. Und entweder, wenn du eben so eine Annahme machst, entweder lass sie fallen, wenn du sagst, hey, das ist nur eine Vermutung, es kann genauso anders sein. Dann macht man sich auf tagelang schlechtes Gewissen, wenn man einen Streit oder wenn irgendjemand gerade mit einem gesprochen hat und der war einfach schlecht gelaunt und nur kurz angebunden, ey, ciao, kein Bock auf dich. Und du dachtest, es hat was mit dir zu tun. Vielleicht ist er gerade gefeuert worden und kommt gerade nach Hause, hat keine Arbeit mehr, du begegnest ihm auf dem Arbeitsweg und sagst irgendwie fröhlich gelaunt, hallo, und er pumpt dich nur an und sagt, ja, hallo, schönen Tag. Und dann gehst du davon aus, was hat er gegen mich? Das ist wieder nur eine Annahme. Also entweder du fragst nach. Du fragst nach, wenn du was nicht weißt. Oder du lässt es und machst keine Annahme. Ja, das ist die Lösung. Nachfragen oder keine Annahmen machen. Das ist die Lösung. Und damit hast du ein viel leichteres, glücklicheres Leben. Du machst dir viel weniger Gedanken, wenn du das wirklich anwendest. Es ist halt dauert ein bisschen. Es ist wie ein Musikinstrument zu lernen, muss man ein bisschen üben,
dass man achtsam wird, dass man das einem immer auffällt, wenn man wirklich eine Annahme macht. Und dann kann man eben sehen, hey, ich kann das gerade gar nicht wissen, ob der wegen mir schlecht gelaunt war. Da denke ich jetzt nicht mehr weiter drüber nach. Das ist verschwendete Zeit, das ist verschwendete Lebenszeit. Oft denkt man tagelang über irgendwas nach und dann kommt er und sagt, hey, nee, das war noch nicht gar nicht so, ich war einfach nur im Stress. Und ja, also mach dir keinen Kopf und wenn er fragt, nach. Wenn du merkst eben, dass du trotzdem weiter drüber nachdenkst, dann frag nach. Ja, gewöhn dir das an, nachzufragen. Genau. Ja, dann die zweite Regel hier, das ist Recht haben. Das ist wahrscheinlich eine der schlimmsten Krankheiten auf dieser Erde. Deswegen werden Kriege gefochten, Glaubenskriege auch. Man muss sich nur mal anschauen. Wenn jeder einfach nur mal das akzeptieren würde, was er wirklich weiß, was er erfahren hat. Sowas wie, hey, den Apfel lasse ich los und lasse ihn fallen. Das passiert jedes Mal. Das hast du erfahren. Das hast du so als deine Wahrheit angenommen. Und im Moment ist es so. Kann auch sein, dass es morgens schön. Aber im Moment ist es so, dass halt hier eine Schwerkraft ist und dieser Apfel immer runterfällt, wenn ich ihn loslasse. Aber viele haben sich irgendwelche Glaubenssätze geschaffen, die ganzen Religionen. Da hängen Leute irgendwo und sagen, ja, wenn ich das und das mache, komme ich in den Himmel. Weißt du das? Weißt du, dass du danach in den Himmel kommst? Nein, es geht darum, das zu erfahren. Diese Verbindung wieder selbst zu erfahren und keine Annahmen, wie gesagt, zu machen. Wie bei der ersten Regel schon. Und deswegen werden Kriege geführt. Der eine glaubt irgendwie, hey, mir stehen 7 Jungfrauen im Himmel zu und dann kommt der nächste, wenn ich dich umbringe, weil du nicht daran glaubst. Es sind alles nur Kriege, weil die Menschen meinen, sie hätten Recht. Weil sie so auf diesem Recht haben, in diesem Denken verhakt sind. Ja. Auch Recht haben zu wollen. Ich hatte das früher ganz schlimm so. Ich habe stundenlang mit Menschen diskutiert und wollte mich von irgendwelchen Sachen überzeugen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das macht mich kaputt, das gibt mir gar nichts. Und das überzeugt den anderen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Umso mehr du bereit bist, die andere Meinung mal zu betrachten und dich da hineinzufühlen und offen wirst, desto mehr kannst du Menschen überzeugen und desto mehr können andere Leute auf dich zugehen. Ja, hör auf zu denken, dass du die Wahrheit für dich gebracht hast. So. Alles, was ich hier in den Videos sage, hey, wenn du das nicht für dich erkannt hast, dann musst du nicht glauben. Erfahr das selbst. Es geht nicht darum, blind irgendwas zu glauben, sondern es geht darum, durch Erkenntnis, durch einen Prozess, etwas für sich selbst erfahren zu haben, ja. Und dann ist da auch kein Glaube mehr. Und ich habe früher so viel diskutiert, anfangs, wo ich auch vegan wurde, eben wollte irgendwie Leute überzeugen. Das überzeugt keinen Mensch. Umso lockerer ich geworden bin, umso mehr ich geschaut habe, mitfühlen, was der andere für einen Standpunkt vertritt und mich probiert habe, in seine Lage zu versetzen, warum der das so denkt, umso mehr konnte ich auch darauf eingehen und umso mehr machen es die Leute einfach. Und es bringt keinem was. Wie gesagt, den anderen schreckt es nur ab, wenn du ihm deine Meinung aufdrücken möchtest. Da solltest du dich fragen, warum? Warum möchte ich den von irgendwas überzeugen? Ist doch schön, wenn du das für dich erkannt hast. Aber zwing's keinem auf. So. Die Leute, jeder muss das für sich selber erkennen. Da kann man nichts machen. Man kann den Leuten Angebote machen, nette, aber mehr nicht. Es ist jedem sein Leben und jeder wird es selbst erkennen.
Ja, also das sind die zwei Regeln. Keine Annahmen machen und davon auch loslassen, Recht zu haben. Und wenn es jeder jeden Tag ein bisschen mehr umsetzt, dann wird die Welt gleich viel schöner mit der Zeit. Und wahre Wandlung kann eben nur von innen rauskommen, indem sich jeder Einzelne auf dieser Welt ändert. Nicht indem irgendwas an Systemen geändert wird, nicht indem irgendwelche Regeln aufgestellt werden. Ein Wandel kann nur vom Bewusstsein her und von innen rauskommen, von jedem Einzelnen selbst. Du kannst einen Wandel nicht im Äußeren erzwingen. Ja, das hat der Dalai Lama zum Beispiel auch schon gesagt. Wahrer Wandel kann nur von innen rauskommen. Das ist wie mit dem Ei. Wenn es von innen heraus zerbricht, dann entsteht Leben, dann entsteht Wahrheit, Freude, Glück. Wenn ein Ei von außen zerbrochen wird, dann wird Leben zerstört. Ja, so viel heute. Macht's gut. Ich hoffe, die zwei Regeln helfen euch ein bisschen weiter und die könnt ihr vielleicht mal einbauen. Genau. Ganz einfach Regeln. Ihr müsst nur bewusst sein. Ihr müsst achtsam sein und beobachten. Macht's gut. Ciao.